Yeah, Leute, willkommen zurück zu The Evil Within. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir befinden uns jetzt hier. Ich musste allerdings ein paar Minuten nachspielen, ich musste die meisten Gegner noch erledigen, deswegen haben wir hier nur noch drei Patronen, hier leider gar nichts mehr und auch beim Scharfschützengewehr leider nichts mehr. Ist aber nicht so schlimm, ich hoffe, wir kommen auch so noch durch. Ja, schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Und ich kann euch jetzt schon mal eins sagen, ich will euch zwar nicht den Spaß verderben, aber ich glaube, dass das Spiel nicht mehr lange dauert. Weil wir sind jetzt, glaube ich, schon so ziemlich am Ende, also nicht am Ende, aber wir befinden uns schon in Richtung des Endes. Und wir haben mittlerweile knapp 8000 gesammelt, was eigentlich schon mal ziemlich geil ist. Oh Mann, warum ist es hier so rot? Okay, da ist nichts mehr. Verdammt, hier sieht man ja nicht mal die Hand vor Augen. Was ist das? Ach, nur ein Trümmerhaufen, ein kleiner. Gut, dann schauen wir hier mal entlang. Moment, die... Und wir haben eine Spritze eingesammelt, aber ich glaube... Ja genau, und ich habe mir vorher bei diesem Stachel, bei dieser Stachelfalle im letzten Part, habe ich mir anstatt der Essenz den Schlüssel geholt. Jetzt haben wir zwei Schlüssel, das heißt, bei nächster Gelegenheit werden wir die Fähigkeiten wieder aufmotzen und eben die Schlüssel brauchen. Und wir haben zwei Spritzen, das heißt, wir werden eine verwenden. Ja genau, jetzt sind wir wieder ein bisschen besser beieinander, weil wir haben jetzt noch eine. Ja, das ist ziemlich cool. Ach du Scheiße, da geht's... Was ist das hier? So eine Art Folterkammer oder was? Okay, da... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hier sind Gegner. Ja, ich höre zumindest was. Okay, da ist ein Vorhang. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss, aber... Nachschauen kostet ja bekanntlich nichts. Okay. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das Ding würde losdrehen, wenn ich jetzt... Ihr wisst schon was. Ja, laden wir mal alles nach. Aber das gibt's nicht, dass hier keine Gegner sind. Gerade jetzt, weil es so finster ist, das ist der Wahnsinn. Jawohl, nochmal. Geiler Shit. Ob ich die Pistole nochmal aufmotze, weiß ich nicht, weil die ist jetzt schon ziemlich stark. Und ich glaube, die erübrigt sich auch wirklich nur noch für die kleinen Zombies, sage ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise überhaupt für die kleinen Gegner hauptsächlich. Ach so, egal wo wir hier hinrennen, wir rennen auf alle Fälle im Kreis. Deswegen würde ich sagen, wir rennen einfach mal hier. Okay, Kontrollpunkt. Ja, wie ich schon in der letzten Part gesagt habe oder generell des Öfteren sage, das heißt nicht schießen, das heißt meistens nichts Gutes. Ja, ich drücke immer unabsichtlich R2, dadurch schießt er ja automatisch. Wow, ja, da wäre ich jetzt fast durchgerannt, gebe ich zu. Auf solche Fallen achte ich jetzt, wahrscheinlich ist es jetzt eh schon ein bisschen zu spät, aber auf sowas achte ich jetzt schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das hat uns schon genug Energie gekostet. So, dann setzen wir hier die Batterie ein. Jawohl. Und was passiert jetzt? Das Tor schließt sich, das Ding geht an. Und jawohl, die Tür geht auf. Oder zumindest der Hebel ist bewegbar. Ach du Kacke, ich glaube, das Licht brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und meistens bedeutet das Gegner im Übermaß. Ach du Scheibenk... Boah. Ja, wie ich es gesagt habe. Aber... Ja, ich laufe vorerst davon, weil... Wow! Boah, wie schnell... Nein! Aua, ich konnte mich jetzt nicht einmal wehren. Nein, ich wollte doch... Ich habe jetzt getroffen, Leute, ohne Scheiß. Eigentlich hatte ich jetzt... Okay. Ja, ich bin schon wieder angeschlagen. Ich habe eh eine Spritze für alle Fälle. Ja, kommt schon her, ihr beiden Drecksviecher. Es sind sogar zwei Weiber. Naja. Jawohl, und beide sogar getroffen. Die eine ist tot, hoffe ich zumindest. Okay, ich dachte eigentlich... Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Pistole stark genug ist, um beide auszulöschen. Und du stirbst jetzt endlich mal, du Drecksbitch. Ja, verbrenne! Jawohl, gerade noch rechtzeitig, Leute, ohne Scheiß. Das war jetzt fucking knapp. Normalerweise müsste ich mir jetzt eine Spritze reinwerfen. Aber gut. Wow. Und das war bestimmt nicht alles.
Was war das jetzt? Ja, das Ding zerstückelt uns wahrscheinlich. So ein Dicker! Ey, willst du mich verarschen? Ja, du darfst gleich mal gefrieren und sterben. Jawohl. Ja, das ist die einfache Methode. Ich weiß, normalerweise würde ich die Pfeile, also die, speziell die Frostpfeile, eher für schwere Gegner verwenden, aber in diesem Fall, glaube ich, ist es gut, wenn ich sie so auch verwende. So. What the fuck? Was ist denn das? Was zum Teufel ist das, Leute? Ohne Scheiß. Was war das jetzt eben? What the fuck ist das? Scheiße. Also ich habe gerade keine Ahnung, was das jetzt für ein Drecksvieh war. Ohne Schwan. Aber es hat nach nichts Gutem ausgesehen. So viel steht fest. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, ich habe es eh schon ein paar Mal erwähnt, dieses Spiel ist mittlerweile das Einzige, was mich wirklich noch zum Gruseln bringt. Aber dass ich jetzt extra wieder die Batterie einstecken muss, finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber gut, kann ich das nicht überspringen? Nee, geht leider nicht. Wahrscheinlich muss ich diese Viecher in die Fallen locken. Fällt mir jetzt gerade so auf. Weil... Ja gut, soll ich das jetzt irgendwie riskieren? Ich meine, einerseits wäre es wahrscheinlich gar nicht so schwierig, andererseits... Wie soll ich das machen? Ah, da ist ein Typ... jetzt ist das ein Kerl mit einer Axt. Wollt ihr mich denn verarschen hier? Ja, und die Schlampe... Ich hab doch zugeschlagen, ihr habt's gesehen! Boah, fuck you, du Fotze! Sorry, dass ich schon wieder schimpfe, aber in diesem Fall, glaube ich, ist das nicht ganz unberechtigt. Und was ich noch gelesen habe, das wusste ich gar nicht, auf schwer verschwindet nach einer gewissen Zeit die Essenz und die Munition, was hier bei diesem Schwierigkeitsgrad geilerweise nicht der Fall ist. So, ja, ich kann versuchen, die Gegner in diese Zerstückelungs-Dinge reinzuschmeißen, nehme ich zumindest mal stark an. Weil... Wow, ja, der Dicke ist da. Kann ich den nicht irgendwie dazu bringen, da reinzufallen? Ich schätze mal nicht, ne? Moment. Wow. Ja, der gibt mir gleich höllisch Schaden. Deswegen wollte ich das eigentlich vermeiden, ihn mit der Pistole anzugreifen. Ja, da schießen wir mal in den Wanst. Okay, da hast du es nicht anders gewollt. Ja, Kumpel, jetzt verbrenne ich dich. Jawohl. Ja, wenigstens funktioniert das, Leute. Ich bin echt froh, dass das funktioniert. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir ausgerechnet den Dicken auch so erledigen können. Und nein, falls die Frage ist, ich habe nichts gegen Dicke. Okay, und jetzt kommt wahrscheinlich dieser Riesenarsch. Was ist das zum Teufel, Leute? Was ist das für ein Vieh? Ich meine... Nein! Ach so, ich habe schon zweimal geschossen. Fuckity fuck, fuck, fuck. Ja, wir müssen ihn gefrieren, hilft nichts. Ach so, jetzt kommt er von... Jawohl! What the fuck? Der ist immer noch nicht tot. Scheiße, wir sterben, Leute. Ja gut, ich kann ihn noch in die Luft sprengen. Oder ist er jetzt tot? Der reißt sich das Zeug selber raus? Nein! Ach du Scheiße! Okay, ja, wir müssen anders rangehen. Eindeutig. Die Alternative ist, ihn gefrieren und ihn dann mit den Sprengbolzen einfach in die Luft zu jagen. Das ist die einzige Alternative, die mir gerade einfällt, weil der Typ reißt sich die Pfeile quasi selber aus dem Rücken raus und dann greift er uns nochmal an. Boah, ey. Ja. Mir ist also auch wenn das Spiel noch so geil war, ich merke es gerade selber, ich habe scheiß viel vergessen. Aber das macht jetzt nichts. Hauptsache, wir kriegen diese Viecher. Und anscheinend bringt das gar nichts, dass wir die da reinbringen, weil
Ach, jetzt ist es wieder eine Schlampe. Alles klar. Beziehungsweise eine Frau. Ich will da keine Schimpfworte benutzen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass hinter mir gerade auch eine steht. Ja, okay, doch nicht. Ja, hätte er sein können. Ach. Willst du mich da... Ja, jetzt verbrennen. Nein! Ich wollte euch zwei gerade verbrennen, ey. Ja, kommt ruhig her, ihr Fotzen. Jawohl. Kriege ich sie da rein? Ich wollte das wirklich probieren, ob man die da reinkriegt. Ja, steh noch mal auf. Okay, ich habe nur noch eine Patrone. Fällt mir gerade so auf. Ja, du triffst mich sowieso nicht mehr. Jetzt schieße ich dir die Busen weg. Ja, ich weiß, Busen sagt man nicht, aber egal. Ein wenig Scharfschützenmuni. Ja, das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Aber gut, was soll ich machen? Kommt da noch? Ah ja, da kommt ja noch ein normaler. Beziehungsweise unter Anführungszeichen auch wieder so einer. So ein dicker. Und den dicken kann ich leider nicht anders besiegen. Da! Was ist mit dir? Ich dachte, du wärst der Dicke, ey. Nein, für dich verschwende ich ganz bestimmt keine. Nein, die Sprengbolzen sind mir zu schade. Ach, die sind damit auch besiegbar? Alles klar, dann haben wir ihr das Ding jetzt hinein. Ja, anders geht's leider nicht. Ja, sie steht nochmal auf, das dachte ich mir. Du blöde Fotze! Jetzt in den Hals, jetzt ist sie im Arsch. Hoffe ich zumindest. Nein! Willst du mich verarschen, du Drecksvieh? Jetzt ist sie tot. Hoffe ich zumindest. Ja, wir können Essenzen einsammeln. Das ist jetzt allerdings relativ egal gerade. Ja, zuerst gefrieren. Und dann... Nein! Fuck! Jawohl, jetzt. Mit dem Sprengbolzen. Nein, abschießen! Abschießen habe ich... Wow. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Und wir haben auch sonst leider nichts mehr. Verdammt ich! Nein! Ja, der reißt mich in Stücke. Okay, neue Taktik. Ich vermute etwas anderes. Und zwar, dass wir ihn einfach gefrieren und ihn dann und dann den Hebel ziehen, aus dem er herausgekommen ist, weil vielleicht können wir dann dafür sorgen, dass er quasi zerstückelt wird. Und wenn das jetzt wirklich klappt, dann beiße ich mir in den Arsch. Nee, tue ich nicht wirklich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, weil das ist schon krass. Ja, darauf brauche ich erstmal einen Schluck Mineralwasser. Ja, ich weiß nicht warum, aber zurzeit trinke ich extrem viel Mineralwasser. Irgendwie habe ich voll den Wassermangel. Ich weiß nicht, ob ihr das von eurem Arzt schon mal gehört habt. Aber kurz nach Silvester, ich habe zwar eh nicht viel getrunken, aber kurz nach Silvester hieß es auf einmal wirklich von meinem Arzt her, ich muss mehr natürliches Wasser oder Mineralwasser trinken, weil meine Werte anscheinend sehr schlecht waren. Das hört man natürlich gerne, ne? Ja, genau. So, und jetzt mit der Pistole. Nein! Du Schlampe! Boah, wegen dir gehe ich nicht nochmal drauf. Ach so, das zerbricht eh automatisch. Okay, sorry Leute, das wusste ich jetzt nicht. Komm her, du Fotze. Ja, ich schimpfe nicht gerne, das wisst ihr. Okay, eigentlich schimpfe ich schon gerne, gebe ich zu, aber... Schieße ich in den Arsch? Nein, in den Nacken, in den Rücken. Ja, da sterben sie schneller, diese Fotzen. Ja, so... Die stirbt ja noch immer nicht! Ja, den Kopf weg. Anders geht's nicht. Ich denke nämlich, dass wir ihn durch diese Zerstückelungsmaschinen endgültig fertig machen müssen. Ist jetzt nur eine Spekulation, aber das Einzige, was wir im Prinzip machen können. So. Da! Nein! Weg, 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 weg! So. In den Kopf. Nochmal in den Kopf. Jetzt bist du im Arsch. Lady die. Nein, verbrennen tue ich ihn jetzt nicht. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber jetzt brauchen wir auf alle Fälle... Habe ich keine Gefrierbolzen mehr. Fuck, kann ich welche machen? Kann ich welche machen? Bitte, bitte, bitte.
Ja, ich kann welche machen. Geiler Scheiß. Ja. Aber ansonsten nichts, leider. Aber das macht nichts. Wir brauchen eh nur einen Schuss. Gut. So, jetzt komm her, du verdammtes Arschloch. So, und jetzt... Weil zerbreche tut er ja nicht automatisch, wie wir wissen. Einfach den Hebel umlegen. Komm schon, Sebastian, ein bisschen schneller. Was hatte das jetzt für einen Sinn? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ach. Okay, normalerweise müsst ihr uns das Ding zerfetzen. Oder zerfetzt es jetzt ihn? Kommt er? Okay, Leute, ich habe jetzt gerade enormen Schiss. Oder weiß der, dass er da zerfetzt wird und kommt deswegen nicht? Diese feige Ratte. Wo ist denn der überhaupt? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wo ist denn der? Der ist auf alle Fälle noch am Leben. So viel kann ich sagen. WTF, wo ist der? Wo ist denn der? Ach, da ist er. Okay, der ist doch nicht so blöd, wie er aussieht. Ich vermute mal, wir müssen ihn wirklich in diese Zerstückelung... Aber er ist doch jetzt in der Zerstückelungsmaschine. Okay. Ich hab sonst... Ja gut, das haben wir noch. Ja, einen Schuss habe ich noch. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Können uns diese Zacken überhaupt was anhaben? Muss ich ihn jetzt da reinschubsen oder was? Ich meine... Irgendwie bezweifle ich, dass das funktioniert. Weil... Okay, es hat ihm auf alle Fälle Schaden bereitet, aber... Okay, er rennt definitiv nicht in die... Ja, wir haben nichts mehr. Ja, okay, Schockbolzen haben wir noch. Aber die bringen uns jetzt in diesem Sinne nichts mehr. Muss ich ihn vielleicht schocken und ihn... Muss ich ihn vielleicht schocken und ihn dann... Nee, da kann ich nichts mehr machen. Verdammt ich! Ja, jetzt killt er mich wahrscheinlich. Ja. Naja, gekillt vielleicht nicht, aber... Ach, ich kann da... Wow! Wow, wow, wow! Habe ich jetzt umsonst die ganze Munition Scheiße, was war jetzt? Ja, ich kapier's gerade ehrlich gesagt nicht, was das jetzt war. Ich meine, dieses Glutteil ist jetzt auf einmal wieder zurückgekommen und hat uns komplett zerfetzt oder verbrannt. Und weil wir eben schon so gesundheitsmäßig am Arsch waren, jetzt... Ich muss dieses fette Vieh also gar nicht besiegen. Wir müssen ihm quasi nur ausweichen, oder wie sehe ich das? Ja, tut mir leid, Leute, dass ich dafür jetzt wieder einen ganzen Part brauche, aber... Ich sage jetzt mal wenigstens einen Ausgleich, dass es noch mehr Action gibt als sonst. Aber dieses Vieh ist ja echt nicht vor schlechten Eltern. Ob diese Theorie mit, ich sage jetzt mal mit Ruwigs Verstand, ob da noch was dran ist, kann ich jetzt... Ja, dich ballere ich gleich weg, du Pussy. Jawohl. Der Kopf ist weg. Ah, da kommt die nächste Schlampe. Boah, bist du hässlich. Wir haben sogar gleich den Kopf weggesäbelt. Ja, einiges am Muni. Lass ich mir auch nicht nehmen.
Oder war das jetzt Muni? Okay, es war Schrot, André. Ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben ein bisschen was. Welcher ist in diesem Fall fast egal? Wow, da. Nein, dich verbrenne ich, weil ich habe keinen Bock, jetzt Munition zu verschwenden. Kommst du? Ist das eine Lady? Ich glaube schon. Es sieht zumindest aus wie eine Frau. Mit einer Lady. So. Ja, du sollst verbrennen, du... Ja, dann schieße ich dich halt tot. Auch egal, dafür haben wir es, die Muni ja. Nein, jetzt habe ich umsonst geschossen. Verdammt ich. Ja, jetzt verbrenne ich aber dafür dich. Mit bei lebendigem Leibe. Nicht mit, sondern bei lebendigem Leibe. So. Schrotgun-Muni. Ja, nehme ich auch gerne mit. Wir haben da schon 8 Kapazität. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Alles klar, jetzt kommt der große... Komm her. Jawohl. Sprinte ein wenig, Sebastian. So, den Hebel zurückziehen. Ah, jetzt geht das Teil nach oben und jetzt kann ich da durch. Nein! Okay, wir waren ein bisschen zu... lahmarschig, also ein bisschen zu langsam, um es mal so auszudrücken. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen angekostet, weil prinzipiell hätten wir es jetzt durchgeschafft. Ja, einmal mache ich es noch und wenn ich es jetzt verkacke, dann schneide ich das raus und mache das dann im nächsten Part, weil wir haben eh schon wieder über 20 Minuten und ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun, außer zocken. Ja, irgendwie geht mir dieser Sound auch schon auf den Keks. Ich glaube, ich bin jetzt an dieser Stelle 5-mal gefailt, kann das sein? Ich habe jetzt zwar nicht so genau mitgezählt, aber... So. Ah, jetzt kommt wieder ein Dünner. Wieso kommt jetzt ausgerechnet wieder ein Dünner? Oh, mit einem Schuss weggefegt. Das nenne ich mal Schießkünste vom Feinsten. Holla die Waldfee, aber sie hinterlassen wieder nichts. Außer eine Axt. Ja gut, eine Axt ist besser als gar nichts, ne? So, wer auch immer hier ist. Ach, wieder ein Dicker. What the fuck? Okay. Ja, jetzt kommt dieses Ungetüm auf uns zu. Aber der Dicke auch. Ja, jetzt verbrennt der Dicke mit. Uah, ba. Nein. Nicht killen. Das ist nicht fair, Kumpel. Du hattest einen Vorsprung. Das ist unfair. Was? Ja, das eben war sprichwörtlich unfair. In dem Moment, in dem er eigentlich vereist ist, hat er uns noch einen Schlag versetzt. Deswegen sind wir gestorben. Ja, einmal probiere ich es noch, Leute, und dann habe ich keinen Bock mehr. Nee, ich schneide das nicht raus. Ich zeige euch dann im nächsten Part, wie es möglich geht. Ich hoffe nur, dass es jetzt mal soweit ist. Weil das Prinzip habe ich schon verstanden. Aber warum es so verschieden ist, einmal taucht der Dicke zuerst auf, dann wieder die Weiber, also diese Frauen. Ja, ich sollte eigentlich nicht Weiber sagen, aber gut, macht jetzt auch nichts. Ah, jetzt kommt wieder der Dicke, alles klar. Na, aber an dir verbrate ich nicht meine ganze Muni. Außerdem steht er sicher wieder auf. Jawohl, genau in die Birne gefetzt. Jetzt verbrennen wir beide, damit ich da Ruhe habe. Okay, wieso rennt die so hysterisch herum? Du hast keinen Grund, hier so hysterisch herumzubrennen, du Fotze. Ja, cool, wenigstens Essenzen. Ja, ich sag nicht gerne Schimpfwörter wie Fotze oder sowas, aber in diesem Fall, glaube ich, ist es nicht ganz unberechtigt. Trotzdem hätte ich ganz gerne eine Axt, muss ich ehrlich sagen. Hier habe ich keine Muni mehr, hier habe ich nur noch eine. Verdammt ich. Das heißt, hier ist kein Dicker mehr, aber wahrscheinlich... Ach doch, ein Dicker. Ja, wir haben ja eh 2 Vereisungsmunitionen. Das heißt... Oder spreng ich ihn in die Luft? Ich spreng ihn in die Luft, Leute. Da habe ich jetzt gerade etwas mehr Bock drauf. Jawohl. Ist er tot? Ist er tot? Ich glaube irgendwie nicht. Nein.
Aber jetzt ist er zerstückelt. Alles klar. Zur Eismunition. Und jetzt sehen wir, ob was daraus wird aus meiner Theorie. Ja, jetzt haben wir natürlich den Nachteil, dass er gleich bei uns ist, wenn das Ding aufgeht. Aber ich vermute auch ganz stark... Nein! Wow, wow, wow. Ach, das Ding. Das hat mich gekillt. Ja. Wow, wow, wow. Das Ding hat mich vorher gekillt, Leute. Ohne Schmarrn. Aber Leute, ich muss an dieser Stelle trotzdem die Part beenden. Wir haben schon über 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu der Evil Within. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.